Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele David Tapp. Ja, und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele auf Zuschauer und Wunsch mit den Perks Flink, Bindung, Beweise dich und Gelegenheit nutzen. Okay. Und hier hinten repariere ich mit. Okay, Nachtwache hat die Person, sehr gut. Zum Perkbild an sich, ne? Mit Bindung sehe ich meine Teammates um mich herum. Mit Beweise dich können wir gemeinsam schneller reparieren. Eigentlich ein sehr, sehr runder Perkbild, ne? Bindung und Beweise dich, ne? Beides von Twilight. Passt sehr gut auch beides zusammen, ne? Ich finde mit Bindung meine Teammates, kann dann gemeinsam mit denen durch Beweise dich schneller reparieren, was cool ist. Und außerdem habe ich Gelegenheit nutzen mit, womit ich Paletten und Fenster in meiner Nähe sehe. Und mit Flink, wenn ich über so eine Palette oder über so ein Fenster drüber hüpfe, dann bekomme ich einen Boost. Also synergiert ganz schön miteinander. Ist halt viel in Richtung Aura-Sicht, ne? Bindung und Gelegenheit nutzen. Aber ja, ist irgendwie ganz lustig, dass halt beide so schön zusammenpasst. Das war dumm, ich hätte da nicht drüber hüpfen sollen. Ich dachte, hey, ich bin mal ein Nachmacher mit dem Ace, aber jetzt habe ich dadurch schön meine Flink verbraucht. Ist auch nicht so gut, dass wir alle drei uns hier so stacken. Killer hat ansteckende Angst und ist ein Oni. Oh, der weiß jetzt, wo dein fette Beute ist. Na gut, wir ziehen ihn vielleicht schnell durch. Ich meine durch. Ja, vielleicht hat er. Okay. Yep. Schaffen wir das? Nee, schaffen wir nicht. Okay. Ich warte noch kurz. Jetzt hätte ich zur Not wieder Flink. Verdammt, das ist nicht gut. Doch, der nimmt mit. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ne, wenn er mit ansteckender Angst mich da direkt sieht, ne, dann lässt er die dort liegen und geht direkt weiter auf mich. Ich meine, er hätte sich ja angeboten. So, komm, Ace, wir heilen schnell. Der Gen dort oben war halt vorhin so gut wie fertig. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Aber das meine ich halt, ist halt so gefährlich, weil wir alle irgendwie sehr nah beieinander waren. Okay, und mir. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wieso höre ich die ganze Zeit Herzschlag? Wo ist der? Keine Ahnung. Okay, ich nutze die Zeit, ich versuche den fertig zu machen. Mist. Jetzt hat er wieder seinen Power-Modus. Scheibenkleister. Okay, aber das schaffen wir. Er hebt auf. Wir müssen hier weg. Ja, ich weiß, sie möchte sehr gerne geheilt werden auf der anderen Seite. Falls sie hart am Nehmen hat, könnte sie es halt nutzen, ne? Wenn er Barbecue hat, dann hat er mich gesehen. Ja, hat er. Nein! Okay, das war ein Fehler. Lauf-Tap! Okay. Schade. Ich dachte, ich komme schon rechtzeitig wieder in den Schrank. Es war, naja, wobei der Schrank wäre vielleicht in dem Moment meine einzige Möglichkeit gewesen. Halt nicht von ihm geplättet zu werden, aber... okay, hat er gut gemacht. So, wie sieht's aus? Dort oben wartet schon meine Rettung auf mich. Die dort hinten haben sich geheilt und gerettet. Wir haben zwei Gens in dem hinteren Teil gemacht. Das Problem ist, in diesem unteren Teil, wo jetzt hier die Schrottlaube ist und ja, dort hinten ist ja glaube ich auch nochmal so ein Pavillon. Hier ist, in dieser Ecke ist auch der Keller, ne? Was das Ganze halt ein bisschen gefährlich macht. Ja, heil mich bitte. Bevor ich noch mehr Blutkugeln hinterlasse. So, immerhin konnten wir uns jetzt ganz gut wieder resetten. Der Uni hat noch nicht seinen Power-Modus. Trotzdem, wir müssen aufpassen. Okay. Lieb.
höre nichts. Ich denke mal nicht, dass er Uneinigkeit hat. Sonst wäre er vorhin schon viel schneller bei uns gewesen. Okay, die hat er erwischt. Also wir wissen bisher nur ansteckende Angst vom Oni. Wir wissen jetzt nicht, ob der noch irgendwas Antigeneratorenmäßiges hat oder komplett auf Endgame geht. Ob er vielleicht fiese Totems hat. Wo dem Totems egal sind. Okay, ich wollte gerne im letzten Moment halt rüber, um halt flink gut zu nutzen. Nicht, dass der nur antäuscht und dann einen anderen Weg geht. Rebecca wird gejagt. Da, Cheryl. Du klickerst? Ach so, ja stimmt. Ich glaube, das ist irgend so ein Bug. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, aber es ist irgendwie so ein Ding, dass du klickern kannst, auch wenn du auf dem Boden lehst, wenn du gerade geheilt wirst, was eigentlich nicht geht. Nicht gut. Ach, Oni, nicht mich, bitte. Nee, okay. Er geht auf jemand anderen. Ich meine, klar, er kann mich natürlich jagen, aber ich hatte jetzt keine Lust drauf, gejagt zu werden. Oh, und jetzt würde das Ziel wechseln. Ja, hallo Ace. Perfekt, sehr schön. Wir sollten aufpassen. Okay, mein Flink wäre auch wieder bereit. Das ist aber leider egal. Ah, schade. Aber klar rennt er mir nicht mit seinem Power-Modus hinterher rein. Das war jetzt nicht so optimal. Lauf! Flink! Okay. Die Taschenlampenblendung und dann falle ich noch runter, bin gestaggert durch den Sturz. Das war echt gefährlich. Okay. Er wechselt auch das Ziel sehr gut. Das war mir jetzt schon wieder fast wieder zu heiß. Ich hatte auch keine Lust, im Keller nochmal zu landen. So, der Jen, der ist immer noch schön weit. Ich meine, wenn die anderen dort hinten zu zweit arbeiten, kriege ich den hier vielleicht durchgezogen. Problem ist nur halt, wenn ein Kollege herkommt, dann hat er hier riesig viel Blut. Ja, mein... Ja gut, Flink lädt sich jetzt auch langsam wieder auf. Okay, aber der hat mir gerade Flink echt auch den Hintern gerettet, dass ich so schnell von hier wegkomme. So, den haben wir. Ich weiß, dass ihr dort hinten genau den habt. So, jetzt kein Ausweg. Blutwächter, vergiss mal nicht. Was hast du, Oni? Nichts dergleichen. Okay, krass. Ah, wir hinterlassen dem hier wirklich ein Blutparadies. Du rennst weg, Rebecca, warum? Lauf! Okay. Er ist nicht hier. Ich hatte Angst. Ich meine, dem Oni, wenn er so schreit über die Map weit, ne? Ah, da bin ich lieber doppelt vorsichtig. Okay, ich denke mal, dass er gerade den Ace jagt. Es war halt Quatsch, jetzt das Tor zu öffnen, aber es klang halt vielleicht so, als würde er herkommen. Da habe ich gepanikt. Naja. So, danke für die Heilung. Ne, er wurde gestunt. Ich habe... Sein Power-Modus ist vorbei. Ich habe Bindung. Ich könnte vielleicht versuchen, dem Ace zu helfen. Ja, ich könnte versuchen, das Tor auch zu öffnen. Ich sehe den Ace nicht. Ja, ich öffne das Tor schnell. So, der Ace im Zweifel noch ein zweites Tor, wo er hinrennen kann. Boah, es wird aber Endgame-technisch richtig knapp. Wenn wir Pech haben, halt ohne Blutwächter. Ich krieg das Tor nicht rechtzeitig auf. Und er tötet uns alle. Das wäre natürlich bitter. Okay, dort hinten hat er den Ace. Wenn er jetzt wirklich Blutwächter hat, ich gehe lieber raus.
Oh, es war dumm vorhin, das Tor zu öffnen, aber er hätte halt auch herstürmen können so schnell. Und irgendwie habe ich, ja, war halt einfach gepanickt. Passiert, ne? So. Ace hängt. Die andere ist auch raus. Da wäre Ace weiße Klüfe gewesen. Sorry, Ace. Wir hätten einfach früher rausgehen sollen, wenn wir dich eh nicht retten wollen. Aber wir dachten halt, dass wir dich vielleicht noch relativ rechtzeitig retten können. Aber jetzt halt so der Endgame-Timer dann so schnell abgelaufen gewesen. Das war nicht so gut, weil ich meine, Ace hatte keine Chance auf die Falltür, weil die war noch nicht da, war noch nicht offen. Und wir konnten ihm da auch nicht helfen. Ich wollte halt auch drinnen bleiben, um im Zweifel vielleicht nochmal einen Schlag zu tanken, aber er kam halt nicht her. Ja, es war schwierig. Oni hatte keinen Blutwächter, also wir hätten retten gehen können, theoretisch, aber Barbecue habe ich nicht mitbekommen. Korrupte Interventionen habe ich am Anfang auch nicht... Habe ich... Vielleicht habe ich es gesehen? Nee, ich glaube, korrupte Interventionen habe ich auch nicht gesehen. Und von Ruinen... Ruin war wahrscheinlich schnell zerstört, ne? Naja, gut. Passive Aufladerate von seinem... Ja, das ist nicht so gutes Addon und... Okay, vielleicht mit beiden zusammen, aber... Klingt spannend. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.